Okay, ähm, Überleitung fiel mir dann nämlich ein. Deshalb kam ich überhaupt erst nochmal auf die Gesprächsrunde. Und zwar habe ich mich gefragt, ob nicht irgendwo du als ähm, Rapper nicht auch fast so eine ähnliche Rolle immer in deiner Karriere eingenommen hast, wie ein Journalist als Kritiker das tun kann. Weil du immer jemand warst, der so den Finger in die Wunde gelegt hat, wenn ihm irgendwas überhaupt nicht gepasst hat im deutschen Rap in der Entwicklung. Du bist. Am Anfang äh, mit der Ansage, alle MCs sind Schule in Deutschland ins Game gekommen. Ja. Äh, du machst einen Track wie Techno-Pilot, wenn du findest, plötzlich will jemand auf Elektro, will jeder auf Elektro rappen ja. und so weiter. Also du, ne, du sprichst sowas an, du disst die Leute mit Namen oder ohne. Bist du irgendwo unter den Rappern auch ein Kritiker? Puh, geringfügig, also. Die Journalisten ich, willst du nicht in einen Topf geworfen Nein, darum geht's nicht, aber. Ähm es ist ja schon auch immer sehr. Ich kann ja eh nicht äh, objektiv sein, wirklich in meinen Texten, weil, weil es immer Sachen sind, irgendwie, die mich betreffen. Und äh, manchmal manchmal ärgert man natürlich Leute auch absichtlich. Und äh, manchmal macht das ja auch Sinn. Und manchmal sollte man auch selber geärgert werden von anderen, um auch auf etwas hingewiesen zu werden und so weiter. Aber ich weiß nicht, Rap, Rap lebt ja auch ein bisschen von, von dem Rumgemecker und von, von dem Kritisieren, so, weißt du. Also und äh, auf der anderen Seite ist das auch eine gute Schule fürs Leben so ich sag mal so so viel wie ich in meinem Leben von anderen Rappern und durch Magazine und durch äh, Kommentare und so weiter gedisst und kritisiert wurde muss ich echt sagen dass jetzt sogar wenn Sachen also es gibt natürlich Sachen die, die die mich dann betreffen irgendwie oder auch treffen in irgendeiner Form aber ich habe mir schon ein sehr äh, dickes Feld zugelegt wie man hier sieht so ein sehr sehr dickes Fell habe ich mir zugelegt und ähm, also im, All im Alltag, das ist da, da gibt es jetzt keine, keine Diskussion oder kein. Wenn, wenn mich jetzt Leute voll labern, was mich jetzt irgendwie schockt oder so. Also ja, ist eine gute Schule fürs Leben. Man, man wird sehr, sehr standhaft und so dadurch. Ich musste gerade auf meinen Laptop äh, runtergucken, weil ich den Songtitel nicht gefunden habe. Tribut hieß der Song. Yeah. Da gab es einen Line, irgendwie ihr rappt auf dies, das, dies, das. Aber was hat das mit Rap zu tun? Das war auch yes. wieder. Sowas, ne? Wo ja. wir was anprangern äh, Du hast selbst aber auch ein Steckenpferd und zwar in der RB-Richtung. Mhm. Was hat das mit Rap zu tun? Nix, aber ich glaube mehr, als, cool. mehr als Techno und, und als Rock, obwohl, wie gesagt, ich sage ja, ich rappe auch absolut subjektiv und ich habe in vielen Songs früher gesagt, in MOR und so bla und, und äh, im Chorus mit Weibergesangs und bla bla, 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 und irgendwann wollte ich selber nur noch Hooks mit Weibergesangs haben. Also ich bin nicht frei davon, mir auch, äh, wenn man das jetzt alles sofort gegeneinander und jede Zeile miteinander vergleichen würde, auch bestimmt habe ich mir in meinem Leben. Äh, in meinen texten schon extrem oft widersprochen so und ähm oft nicht wie ich von deinem ersten demo tape rappst du irgendwas ich rap gegen schule Musik wie RB, glaube ich. Ja, genau. Also, das sind zum Beispiel Songs, die hätten eigentlich nie rauskommen sollen, weil äh, ich, ich wollte die nie veröffentlichen und diese Songs habe ich echt nur Kollegen und Kumpels gegeben, daher irgendein Schwein hat das weiter kopiert und das veröffentlicht. Aber ähm, ja, damals, ich habe RB voll gehasst und ich erinnere mich, der erste RB-Song war von Cut Close. Das hat Mel immer gehört und das hat sie mir gegeben. I Like hieß der Song von Cut Close. Ich habe hab eine Kassette von ihr mitgenommen, da habe ich noch äh, in Steglitz gearbeitet, im, im Hip. Haus Berlin und hab den Track gehört und dann auf einmal fing es an, keine Ahnung, Mary J. Blige, all diese Sachen und dann habe ich gemerkt, boah krass, das turnt mich ja voll, aber vielleicht auch, weil ich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die Leute sich das vorstellen können, wie das ist, wenn man 10, 12 Jahre Rap exzessiv hört, so weiß ich habe ja nicht wie ein normaler Mensch Mal im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe mich ja hingesetzt und habe teilweise, was weiß ich, sechs, sieben, acht Stunden einfach nur Rap-Alben gehört von Leuten. Ich habe geguckt, was sie machen, die Worte gezählt, all diesen Scheiß. Also schon total geistesgestört, was ich jetzt auch nicht mehr mache, aber analysiert und ähm, ja, davon gibt es noch andere Patienten. Mein Ex-DJ Boba Fett zum Beispiel, der gute Z, auch so ein Bekloppter, der meinte, dass die hi sich im Takt auf einmal ändern und so, wo nichts passiert ist. Also irgendwann, man steigert sich da rein, so, weißt du, das ist dann dieser. Dieser Mark Zuckerberg Shit, so weißt du, und wo die da hängen in ihrem Raum, wo alle Party machen und die sitzen da wie die letzten Nerds. Wir waren gewissermaßen Rap-Nerds, Technik-Nerds. So. Nochmal zurück zu RB. Warum ja. ist das, äh, ist das, oder ist es überhaupt was anderes, als wenn Jarilla jetzt eher in die Gitarrenrichtung geht oder andere elektronische Abtempo-Sachen sich raussuchen und in der Atzenrichtung gehen oder Materia, Deichkind? Überhaupt nicht, Alter. Im Endeffekt soll doch jeder trotzdem machen, was, was er will, so, weißt du? Bloß, äh, weiß ich nicht, so, wie, wie, ich kann ja, das ist ja auch das Ding, ich kann ja auch nicht alles immer nur objektiv sehen und das darf ich auch für mich selber nicht, so. Und, äh, wenn ich in dem Moment von irgendwas abgeturnt bin oder angepisst, dann muss ich das natürlich auch so schreiben können und rappen können. Und, ähm, aber jetzt gerade diese konkreten Fälle, die du genannt hast, ich finde das gut, dass, ja, okay. dass Jorilla da so einen Move macht, so, weißt du, und das ist ja auch sein Ding und, und, wenn man wenn man sowas für sich erkennt irgendwann nach zehn Jahren oder keine Ahnung und wenn man einfach sieht ey, ich will mich da gar nicht limitieren ich meine Mel macht auch irgendwelche Elektrogeschichten und so also warum soll ich sowas denn jetzt so ernsthaft so schlimm finden das, da gibt' es nichts dran schlimm zu finden das ist Musik jeder kann machen was er will Freies land freies Leben macht in, Ding. in der Geschichte von dem Song Technopilot und wie es dann weiterging hat man ja auch gesehen dass du äh, nicht mit Olli zusammen den Frontalangriff auf Frauen hast und ihn der sowas macht nicht. geplant hast genau. Okay. Ähm, was ich rock die Scheiße fett und kaum mit Dollar am Sack. <laughs> ja, du und ich kennt, ihr habt was gemeinsam. Und zwar scheiße. Ja. <laughs> nee, eigentlich cool. Und aber, ich habe ähm, hab Ferris äh, getroffen, jetzt vor kurzem auch in Hamburg. Und mhm. äh, wie gesagt, super cooler Dude. Und ich mag den auch, der ist mir sympathisch und äh, Ist aber nicht sauer wegen dieser Line, die wir gerade zitiert <laughs> wir haben. Da, wir haben sogar die Line zusammen zitiert und wir haben uns total weggepackt und so. Mhm. Also das ist alles. Äh, und es ist ja auch, wie gesagt, es ist auch absolut in Ordnung. Und wenn ich jemandem jetzt meine RB-Geschichten da vorspiele, die die mit, mit Melon Mo und wenn einer sagt, ey, sorry, das ist ja sowas von schwul, dann sage ich, ist wirklich, vielleicht ist es echt für dich schwul, so weißt, aber ich werde deswegen nicht, das, nicht da Kompromisse machen bei dem, was, was ich selber produziere oder worauf ich Bock habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da tausende Leute gibt, die das absolut homo finden. Und ja. Was braucht denn deutscher Rap gerade mehr? Mehr Back to the Roots und äh Real Rap, no gimmicks mäßig oder brauchen wir mehr experimentieren, um neue Sachen zu finden? Wer entscheidet? Das ist erstmal die Frage. Wenn du mich ja, fragst. Deine Meinung Alter. Ja, Meine Meinung ist, ich würde gerne Back to the Roots. Ich, äh, wir hatten in Hamburg äh, Party für Def Jam Rapstar. Mhm. Äh, das war die die Lounge-Party und ähm, wurde heftig getwittert danach, es soll hochhergegangen werden. Ey, das war einfach geil, Alter. Da waren äh, Jan Eisfeld, Assad, Banjo, äh, ich, ähm, wie gesagt, Ferris, Harris, äh, Cracker Valley, tausend Leute, Nachwuchsrapper, alle möglichen Leute und war unglaubliche, so so gechillte Atmosphäre und jeder hatte einfach Bock und Kizuna hat tatsächlich echt so, so Sachen aus den 90er Jahren gespielt, von Scenario über was weiß ich und ich hab's voll gefühlt, das war für mich wieder eine Hip-Hop-Party und... Das war allein für mich Grund genug zu sagen, ey, ich trinke mal wieder ein paar Bier, ich, ich stoße an mit einem Jägermeister. Am Ende hat Cracker mich noch zu einem Dings, zu einem Tequila äh, überredet, sage ich mal, der mir nicht mehr so gut getan hat. Aber weißt du, es war einfach, da habe ich mich echt wieder gefühlt wie, wie mit 16, wenn ich in, in, in Berlin ins Tacheles gegangen bin oder so. Das war einfach damals auch für mich Hip-Hop so. Und ähm, das habe ich auch vielen, vielen in Großraum Dissen und so, in vielen Clubs, wo ich hoste, nicht mehr so gefühlt. Und wenn man dann wieder merkt, geil, es läuft wieder Hip-Hop-Mucke, und das ist für mich halt. Halt, ich verbinde sehr mit Hip-Hop einfach diesen 90er-Sound, so weißt du? Dies, diesen Golden Era-Sound, den sogenannten. Und es darf auch nicht alles so sein. Und damals hat mich so auch genervt, dass es nur Primo gab und dass jeder nur so eine Beats gemacht hat. Aber darum geht es wieder revivalmäßig klar. Das ist top, auf jeden Fall. Ich fühle es total und mir macht es Spaß und ich finde es geil. In Berlin gibt es ja auch die, dieses äh, Rapper-Mittwoch und so weiter, die ganzen Cyphers leben wieder auf und. Ich will, will da auf jeden Fall auch in irgendwelchen Dingern so meine Finger im Spiel haben und gucken, wie ich auch neue, neue Artists auch wieder ein bisschen pushen kann, so ohne dass ich jetzt ein Label machen muss oder so, sondern einfach vielleicht neue MCs mit denen was machen oder so, weißt du? Hast du nicht auch mal beim Falk angedeutet, du, würdest, du arbeitest vielleicht sogar schon selber an so einem Back-to-the-Boots-Projekt? Naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Falk da erzählt hat. <laughs> Falk redet viel, wenn er tagt